Nee, da ist sie. Unentspannt. Ja. Also, heute Nacht wage ich mich. Ich versuche, die einzigen nichtmenschlichen Lebewesen zu finden, die mir echt ganz schön Gänsehaut machen. Nämlich Fledermäuse. Ich bringe nämlich wirklich seit meinem Biologiestudium nicht so sehr in Verbindung mit Krankheit und Tod wie Fledermäuse. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Bauchgefühl, aber immer wenn es um Krankheitserreger und Viren ging, da waren noch die Fledermäuse nicht weit. Und ich meine jetzt, das neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2, stammt auch höchstwahrscheinlich aus der Fledermaus. Also ich frage mich da schon immer, wie sieht es hier eigentlich bei uns mit unseren Fledermäusen aus? Und genau das will ich heute auch rauskriegen. Wie gefährlich sind deutsche Fledermäuse? Wie geht's euch denn damit? Habt ihr auch irgendwie Schiss vor Fledermäusen oder kennt ihr das gar nicht? Schreibt sie mal in die Kommentare. Also mir wird da echt immer ganz schön mulmig zumute. Schöne Stirnlampe, heute geht's nämlich in die Nacht. Tablet zum Batman schauen. Nee, Quatsch. Abwarten. Richtig cooles, aber eine kleine Überraschung. Und als Schutz, damit ich nicht gebissen werde. Und Proviant. Auf geht's. Aber bevor wir checken, wie gefährlich die sind, sollten wir erstmal eine Idee davon kriegen, wie viele es hier überhaupt gibt. Deshalb muss ich heute noch auf Tuchfühlung gehen. Ich bin hier heute im Naturschutzgebiet Wohlwecker Tiergarten unterwegs und werde mir mit einem Experten vom NABU zusammen Fledermauskästen angucken. Die wir wollen nämlich den Stand der Tiere überprüfen. Für mich wird das, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung. Wir wecken die jetzt auf. Ja, wir ärgern die jetzt ein bisschen. Wir wecken die auf und das ist unangenehm. Vor allem unangenehm wieder. Für uns. Für du, uns nicht. Für mich schon. Ja. Hier im Wald geht es den Fledermäusen noch relativ gut. Hier ist Naturschutzgebiet, hier wird nicht so viel gemacht. Aber im Rest rundherum in der Landschaft, da geht es denen nicht unbedingt so gut. Es gibt einige Arten, die sind ziemlich selten geworden. Seit 30 Jahren hängen hier schon 14 Fledermauskästen als sicherer Unterschlupf. Das hilft auf der einen Seite, die Bestände zu sichern. Und auf der anderen Seite kann man so auch die Bestände über die Zeit beobachten, wie sie sich entwickeln. Und ich soll Carsten heute assistieren und dafür sogar eine Fledermaus in die Hand nehmen. Es ist nichts drin. Ist nichts drin. Nächster Kasten, genau. Neues Glück. Siehst du schon was? Ich klopf immer mal. Klopf mal an. Leider leer. Wie so eine kleine Schnitzeljagd hier. Genau. Aber von Fledermäusen keine Spur. Für mich eine nette kleine Schonfrist. Aber für die Bestände ist das natürlich nicht so gut. Aber leider wieder nur Fledermauskot. Wie viele Kästen haben wir noch? Auch 10 sind es noch. Leider nichts drin. Ja, shit. Finden keine. Mhm. Manchmal hat man Pech. Ja, das ist jetzt schade. Wir haben hier ein totes Fledermausbaby. Oh je. So ein ganz kleines Wesen ist das. Die dazugehörige Mutter wäre dann so groß. Also die haben schon relativ große Babys, die Fledermäuse. Tote Fledermausbabys findet man ganz selten, weil die Fledermausmütter sind sehr fürsorgliche Mütter. Gut, schauen wir mal, ob wir noch ein Lebende finden. Lässt uns ja hoffen, dass ja die Fledermäuse da sind, weil hier war ja zumindest was drin. Letzte Chance, last try auf meine Begegnung der kleinen Fledermaus. Ein Kopf aus Höflichkeit. Da ist eine. Uah. Du hast richtig Boah, da gesehen. Das ist echt eine, ey. Jetzt wird's ernst. Ihr denkt vielleicht, stell dich nicht so an. Dabei wisst ihr doch noch gar nicht, ob Fledermäuse gefährlich sind. Um das rauszukriegen, geht's in die Nacht. Im Rieselfelder Münster kann ich mir ein gutes Bild davon machen, welche Arten es in Deutschland gibt und welche davon gefährlich sein könnten. Was ist denn jetzt wirklich dran am miesen Image der Fledermäuse? Ist es tatsächlich so, dass überdurchschnittlich viele für uns echt gefährliche Viren wie SARS, MERS und Ebola ihren Ursprung in Fledermäusen haben? Und das war zwar alles in fernen Ländern, aber jedes Mal, wenn hier in Deutschland bei uns irgendwie eine Fledermaus so über mir kreist, habe ich einfach irgendwie immer ein ungutes Gefühl, dass es nicht auch kleine Viren schleudern sein können.
Immerhin wurden in einer wissenschaftlichen Studie 2007 bei 5 von 7 Fledermausarten in Norddeutschland tatsächlich Coronaviren gefunden. Natürlich jetzt nicht das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, was uns Menschen krank macht, aber immerhin Viren dieser Familie. Einer der Urheber der Studie, Christian Drosten. Genau, der Drosten. Sind das denn jetzt für uns wirklich alles immer nur harmlose Viren? Oder geht von deutschen Fledermäusen nicht doch eine Gefahr aus? Ich will mehr rauskriegen. Zur Unterstützung habe ich mir jemanden mitgebracht, der sich hier in der Gegend bei Nacht und bei der Suche nach den Flattertieren viel besser auskennt als ich. Bad Girl. Nee, Quatsch. Sabrina Fehlhaber vom Büro Echolot. Ja, wir haben schon einen Detektor drin. Wirklich? Ja. Ich glaube, ich habe auch schon eine gesehen, ey. Zeig mal, woran siehst du das jetzt? Genau, yes. Halt sie hier schon. Genau. Krass. Das sind sogar mehrere. Neue. Das war eine. Und die gehen mal ganz nah hier. Ja, genau. Die können auch, ja, genau, auch ein bisschen tiefer. Die können auch ein bisschen tiefer. Du bist also mein Bad Girl. Ja. Was fasziniert dich so an denen? Sie sind erstmal die einzigen Säugetiere, die tatsächlich fliegen können und sind noch nicht sehr weit erforscht und sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ah. Ich habe nämlich modernste Technik extra für uns mitgebracht. Das ist ein Batcaller. Sieht aus wie ein kleines Gadget aus einem Batman-Film, ist aber noch viel cooler. Das kann nämlich nichts anderes als, Moment, hier zusammen mit so einem Tablet, kann uns das die hochfrequenten Rufe von der Fledermaus hörbar machen. Und gleichzeitig zeigt es uns auch noch, um was für eine Fledermausart es sich dabei handelt. Ich bin ja mal echt gespannt, ob das klappt, ob wir die finden. Sabrina hat natürlich die Profi-Variante dabei. Genau. Krass! Es sind sogar mehrere. Da kommt sie wieder. Das sind ein paar, genau. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte mich duschen, wenn die so über mir rumschwirren. Da ist schon wieder. Ja. Die sind echt so krass nah hier. Ich finde es einfach nur mega gruselig. Fledermäuse haben aber irgendwie auch echt so diesen Horror-Grusel-Faktor wie so kleine Vampire. Aber wenn ihr wie ich so ein bisschen Schiss habt vor denen, dann lasst euch gesagt sein, immerhin sind wir in echt guter Gesellschaft. Bruce Wayne hatte nämlich auch richtig Angst vor Fledermäusen. Der hat dann aber irgendwann seine Angst überwunden und hat die Fledermäuse zu seinem Symbol gemacht. Ne, er wurde Batman. Also ich bin mal gespannt, ob ich heute auch noch ein bisschen zu Batgirl werde und meine Angst überwinde. Im Moment kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Da kommt die nächste, genau. Da sieht man's. Jetzt müsst ihr mir doch das Gerät auch eigentlich anzeigen, was das für eine war. Nämlich in den Recordings. Da, okay. Da konnte ich dir genau da. Das ist die Zwergfledermaus. Da, guck mal, da sieht man sie. Genau. So sieht's aus. Nicht gerade schön. Ich finde die sehr süß. Wirklich? Es ist ja schon so, dass Fledermäuse wirklich total viele Erreger in sich tragen, die für uns eben besonders gefährlich geworden sind. Also wie SARS, MERS und Ebola, die höchstwahrscheinlich von Fledermäusen ihren Ursprung genommen haben. Und das liegt daran, dass Fledermäuse eben so ein total effizientes Immunsystem haben. Also die halten Virusinfekte einfach mega gut in Schach. Und das liegt wiederum vermutlich daran, dass es eben die einzigen Säugetiere sind, die es geschafft haben zu fliegen. Und Fliegen ist ein totaler Kraftaufwand. Das kostet enorm viel Energie. Und wenn der Stoffwechsel eben die ganze Zeit so auf Hochtouren brennt, dann entstehen zwangsläufig als Abfallprodukt auch Giftstoffe. Und Fledermäuse, die haben sich eben darauf angepasst, diese Giftstoffe aushalten zu können, mit denen klarzukommen, indem sie zum Beispiel Entzündungen sehr gut unterdrücken können. Und wahrscheinlich helfen genau diese Mechanismen auch gegen die ganzen Viren. Das heißt, dass Fledermäuse eben viele Viren in sich tragen, ohne von denen krank zu werden. Und dann können sie natürlich auch munter untereinander verbreiten. Ich meine, die sind eben auch sehr eng zusammen. Also von Social Distance ist da nicht gerade die Rede bei Fledermäusen. Und dann kommt noch eine Sache hinzu. Wenn Fledermäuse nämlich fliegen, dann erhöht sich ihre Temperatur regelmäßig auf ungefähr 41 Grad. Das heißt, wenn jetzt Viren von Fledermäusen auf uns überspringen, dann kann natürlich so ein Fieber, mit dem wir normal so ein Virus bekämpfen, gegen die auch nicht richtig viel ausrichten.
Deswegen sind Viren von Fledermäusen für uns eben meistens besonders gefährlich. Und es gibt ja deutsche Arten, die Coronaviren in sich tragen. Droht von ihnen eine Gefahr? Das könnte eine Wasser sein, eine Wasserfledermaus. Oder eine Teichfledermaus. Das? Die Myrtis daubentoni ist die Wasserfledermaus. Die Wasserfledermaus gehört genau zu den Arten, bei denen 2007 die harmlosen Coronaviren nachgewiesen wurden. Heißt das jetzt, sie könnte auch SARS-CoV-2 übertragen? Wie ging es dir denn, als du das jetzt mitbekommen hast, dass SARS-CoV-2 jetzt ja auch vermutlich seinen Ursprung in der Fledermaus hat? Hat dich das beunruhigt? Es ist so, dass die Fledermäuse hier in Deutschland, Europa nicht mit dem Virus infiziert sind. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Menschen damit anstecken über Fledermäuse. Wie ist es denn jetzt mit unseren deutschen Fledermäusen? Tragen die auch so viele Viren in sich? Die haben auch einiges an Viren in ihrem Organismus drin. Für den Otto-Normalverbraucher ist es natürlich nicht so, dass man da so oft mit diesen Tieren so dicht in Kontakt kommt. Und auch wenn die Tiere einmal über einen drüber fliegen, wird nicht die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass irgendwas passiert. Realistischerweise können Fledermäuse höchstens Tollwutviren in sich tragen. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, aber dafür müssen sie einen auch schon wirklich beißen. Nur selbst da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Seit 1977 sind in ganz Europa nur 4 Menschen durch eine Tollwutinfektion von Fledermäusen gestorben. Und die letzten beiden waren Fledermausforscher, die leider nicht geimpft waren. Also ehrlich gesagt, mein Bauchgefühl, dass Fledermäuse jetzt solche Virenschleudern sind, ist gerade in Deutschland ziemlich irrational. Das habe ich zumindest heute Nacht gelernt. Trotzdem, Rationalität ist das eine, Ekel das andere. Da ist eine. Und die direkte Begegnung, die fehlt ja noch. Vor allem gibt es auch noch eine ganz realistische Gefahr, die mit dem Verschwinden der Fledermäuse zusammenhängt. Das war schon ihr Kopf und der war groß. Carsten holt sie gleich noch raus. Mhm. Und dann soll ich sie auch noch in die Hand nehmen. Dadurch soll ich meinen Ekel ein bisschen verlieren, damit ich Carsten dann auch wirklich unterstützen kann. Wir müssen aber jetzt erst den Mundschutz aufsetzen, damit die Fledermäuse von uns nicht angesteckt werden. Das holt jetzt raus. Ja. Ist die schon wach jetzt? Oh, die macht ja, was macht die für Geräusche? Das heißt so ungefähr, lass mich in Ruhe, hau ab, ich möchte schlafen. Verstehe ich, das beruht bislang noch auf Gegenseitigkeit. Ja. Die kommt erstmal hier kurz in den Beutel. Das große Mausohr ist unsere größte Fledermausart. Jetzt kommt sie langsam zum Vorschein. Oh, krass. Da ist sie. Hier ist das Gesicht. Ui, die Öhrchen, die bewegen sich. Oh Gott, mhm. Das ist ja doch irgendwie auch echt ganz süß. Oh Gott, die sieht echt ganz flauschig aus. Ich hätte es nicht gedacht. Den Daumen leicht nach unten biegen. Boah, okay. Dann oh, das Maul ist ganz schön offen. Ja, das macht aber gerade nichts. Oh, sie beißt, sie beißt, sie beißt. Nein, sie beißt. Nein, das tut sie nicht. Und jetzt, nicht so fest, aber vorsichtig festhalten. Da ist sie. Oh. Ah, Entschuldigung. Alles gut. Hab ich sie? Ja, hast du. Okay. Jetzt kannst du sie wieder aufmachen, die Hand. Warte, die versucht zu krabbeln. Einfach krabbeln. Zu krabbeln. Ja, lass doch ruhig. Ich okay. Hab ja dagegen wieder. Jetzt ortet sie auch schon, die macht so summende Geräusche. Ja, ich spüre das total in der Hand. Spürt man das Herzchen? Ja, ist das? Ja. Wo sie da oben hing, hatte sie einen Herzschlag von 20 Schlägen pro Minute. Und gleich hat die 600. 600 Schläge pro Minute. Man spürt das total krass in der Hand. Ja. Das ist faszinierend. Wahnsinn. Ich habe mich echt getraut. Ich habe eine Fledermaus in der Hand. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, Carsten. Darf ich dich bitten, mir zu assistieren? Ja, na klar. Jetzt kann ich auch befreit mit anpacken. Wir wollen checken, ob hier vielleicht neue Individuen zur Population dazugekommen sind und natürlich auch, wie es den aktuellen Bewohnern geht. Und wir haben 20,0. Wohlgenährt, die Kleine. Also das ist der Unterarmknochen? Genau, das ist der Unterarmknochen. Ich werde gleich den Flügel noch mal aufmachen. Ja. Zeige ich dir den Flügel. Das ist jetzt das, kleine Fledermaus, großer Flügel. Uch, Wahnsinn. Breite Flügel bedeutet, die kann gut manövrieren. Ich gucke mir jetzt die Zähne an. Der Zahnarzt kommt.
Oh ja, die Zähne sind wenig abgenutzt. Das Tier ist noch nicht so alt. Oh, spitzes Zähnchen, du. Ja. Damit kannst du gut zubeißen. Die müssen die halt zerkauen, die Insektenpanzer. Das sind harte Chitinpanzer. Darum haben die ebenso spitze Zähne. Das ist eine biologische Notwendigkeit. Fledermäuse sind insektenfressende Säugetiere und sie sind die einzigen, die nachts fliegende Insekten fangen. Was würde es denn für unser Ökosystem bedeuten, wenn sie jetzt aussterben würden? Überpopulation von Insekten. Fledermäuse halten wirklich die Insekten kurz. So ein Mausohr frisst in der Nacht 10 Gramm Insekten. Das heißt, sie sind einfach ein ganz wichtiger Teil unseres Ökosystems, weil sie die einzige, also das, was die Vögel tagsüber machen, machen die nachts für uns. Genau. Wenn wir die Fledermäuse schützen, dann nützt uns das im Endeffekt sogar selbst, weil sie eine der wenigen nachtaktiven Insektenfresser sind. Und es gibt halt auch echt viele Insekten, die uns schaden können. Nämlich zum Beispiel die Falter vom Eichenprozessionsspinner, dessen Raupen mit seinen Brennhaaren so richtig schlimme allergische Schocks auslösen können. Und die Falter, die sind eben nachts unterwegs. Und da helfen uns eben die Fledermäuse. Außerdem steht auch der Borkenkäfer auf ihrem Speiseplan. Und ich kann euch sagen, der kann richtig schön die ganzen Wälder kahl fressen. In Zeiten des Klimawandels, wo uns auch tropische Insekten immer mehr auf die Pelle rücken, wie zum Beispiel die Tigermücke, und die können auch Krankheiten übertragen, auch die hält natürlich dann wiederum die Fledermaus in Schach. Gefährlich werden kann es die Fledermaus nicht, weil sie irgendwie über uns kreist als kleine Virenschleuder oder weil sie uns beißt oder sonst irgendwas, sondern gefährlich wäre es, sie zu verlieren. Oh, jetzt lassen wir dich in Freiheit. So langsam bin ich deine Freundin. Du hast es geschafft, dann entlassen wir sie auch wieder in die Freiheit. Ja, würde ich sagen, wir tun sie wieder oben rein. Gut. Ja. Wieder schlafen gelegt. Oh, ich bin erleichtert. Ich muss sagen, dass sich mein Bild von der Fledermaus jetzt echt ganz schön verändert hat. Also jetzt, wo ich meine Angst überwunden habe und mal wirklich eine in die Hand genommen, sie so von ganz nahem angeschaut habe. Also erstmal sind die echt richtig süß und dann sind sie eben auch ja, richtige, kleine, faszinierende Meisterwerke der Evolution. Es sind halt wirklich die einzigen Säuger, die sich so entwickelt haben, dass sie fliegen können. Und wahrscheinlich ist das eben auch dafür verantwortlich, dass sie so ein mega effektives Immunsystem gegen Viren haben. Deswegen sind sie nicht nur ein total wichtiger Teil unseres Ökosystems, was wir schützen müssen, sondern wir können im Endeffekt vielleicht sogar richtig von ihnen lernen. Wenn die Forschung nämlich rauskriegt, warum sie so ein gutes Immunsystem haben, dann kann es das am Ende vielleicht sogar richtig helfen. Bin ich irgendwie in ganz schön persönlichen Gedanken. Deshalb, wenn ich das nächste Mal eine Fledermaus sehe, habe ich keine Angst mehr, sondern ich freue mich. Übrigens, ohne Fledermäuse gibt es kein Tequila. Die blaue Tequila-Agave in Mexiko wird nämlich seit Millionen Jahren nur von Fledermäusen bestäubt. Allein dafür schon Salut. Allein dafür schon Cheers. Allein dafür schon Prost. Würde ich ihn aufsetzen eigentlich? Nee, ne? Nein. Allein dafür schon Salute. Machen wir nur einmal trinken Salut? Salute wird man auch verschmerzen können, selbst wenn es nicht richtig ist.